Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe mir wieder einen Gast mit ins Boot geholt, und zwar die liebe Julia Stratmann, die uns heute so ein bisschen, beziehungsweise wir wollen uns heute so ein bisschen über das Thema Mobbing unterhalten. Das hat ja nicht nur was mit dem Lymphödem zu tun, sondern es fängt ja bei vielen auch schon vor der richtigen Diagnosestellung an. Und da hat die Julia sowohl als auch ich ganz viele Dinge erleben müssen, dürfen, wie auch immer. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten, vielleicht auch mit dem Hinblick auf diverse Parallelen zu anderen Lymphödem-Betroffenen oder allgemein Menschen, die einfach irgendwelche Mobbing-Opfer schon leider sein mussten. Und ich freue mich sehr, sehr, liebe Julia, dass du da bist. Ich würde sagen, stell du dich mal ganz kurz selber vor, vielleicht woher du kommst, wie alt du bist, was du so machst. Und vielleicht nimmst du uns auch ganz kurz mit in die Diagnose Lymphödem, wie das damals bei dir war. Ja, hallo. Ich bin, wie die Tina schon gesagt hat, die Julia, bin 32 Jahre alt, komme aus Meschede, das ist im Sauerland in der Nähe von Winterberg. Das sagt den meisten ja mehr durch den Wintersport. Und weiß seit Sommer 2018, dass ich am Lymphödem erkrankt bin. Habe aber eigentlich irgendwie schon seit der Pubertät gemerkt, also ich habe früh die Pille genommen wegen Menstruationsbeschwerden, was es wahrscheinlich dann ausgelöst haben wird, weil man hat ja eh so ein Hormonchaos und dann halt noch die Pille dazu, tut sein Übriges. Und es war halt immer, ich war Sportschützin und hatte immer eigentlich, dass ich ständig irgendwie neue Klamotten brauchte, weil man dann doch wieder hier und da ein Polsterchen dazu gekriegt hat oder die Beine halt einfach irgendwie, die Reiterhose war halt sehr schnell da und ersichtlich. Und habe dann immer wieder auch irgendwelche Diäten probiert oder einfach mehr Sport zu machen. Es hat aber alles nicht funktioniert. Habe dann eine Zeit lang wirklich auch Low Carb gemacht, habe da 8 Kilo abgenommen, aber konnte dann obenrum irgendwie Größe 36 tragen und unten die 42, 44 in der Hosengröße ging einfach nicht weg. Und da war so der Punkt für mich 2016, 2017, wo ich dann wirklich gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas muss da noch sein, und habe dann irgendwie die Schilddrüse untersuchen lassen und alles Mögliche. Bis dass ich dann tatsächlich von einer ehemaligen Ausbildung eine Kollegin das öffentlich gemacht hat, weil die bei so einem Fotoshooting mit dabei war. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, was ist denn mit ihr passiert? So vom Körper her, also sie war auch immer schon so ein bisschen moppeliger, aber und habe mich dann so in der Beschreibung oder auch so in den Bildern halt wiedererkannt und bin dann halt wirklich offensiv zu meinen Ärzten gegangen und habe gesagt, ich habe da den Verdacht und was kann ich tun, wer kann mir helfen, zu welchem Facharzt müsste ich gehen, und habe dann im Endeffekt von Anfang 2018 bis Sommer 2018, wo ich mir dann sicher war, okay, das ist wohl doch dann das Lymphödem. Okay, krass. Und wie ging es dir so mit der Diagnose? Ich meine, du bist ja eine ganze Zeit lang ja auch ohne Diagnose, sage ich jetzt mal, zurechtgekommen. Wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch, du hast gesagt, das hat bei dir schon mit der Hänselei und mit diesem, wir nennen es jetzt einfach mal Mobbing, auch schon sehr früh angefangen. Meinst du, dass es tatsächlich auch mit dem Lymphödem damals schon zusammenhing? Oder ab wann ab wann ist es dir aufgefallen, dass da irgendwas nicht an dir stimmt und du deswegen vielleicht auch gemobbt wirst, dass du einfach, weiß ich nicht, anders aussiehst und die anderen sich da lustig machen oder einfach dich als Außenseiter betrachten? Wann ist dir das erste Mal so aufgefallen und wie konntest du da für dich damit irgendwie, hast du irgendwas gehabt, wo du damit Frieden schließen konntest, so, oder ist es für dich einfach mega die Belastung gewesen? Nee, also bei mir war es wirklich eher eine Erleichterung zu wissen, okay, du bist halt nicht selber schuld, es ist eine Krankheit, und du hast da jetzt irgendwie 15 Jahre gegen dich und deinen Körper angekämpft, aber hast eigentlich gegen Windmühlen gekämpft, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. So das direkte Mobbing in Bezug zum Lymphödem war halt wirklich so in der Realschule während der Pubertät, als die Reiterhosen dann kamen, dass dann halt auch alle du siehst aus wie eine Birne, weil es unten, ne, die man so auf den Kopf stellt, weil es unten halt sehr schmal war und dann nach oben halt so voluminös wurde. Ich habe halt sehr viele Dehnungsstreifen an den Oberschenkeln gekriegt, dadurch, dass es so explodiert ist. Deswegen war halt der Schwimmunterricht halt die Hölle.
Ja. Habe dann halt ständig gesagt, dass ich meine Periode habe, um zu sagen, dass ich nicht ins Wasser kann. Musste dann halt einen Periodenkalender führen und das unserem männlichen Sportlehrer halt zeigen. Wo es dann halt einfach deutlich war, oder ich auch versucht habe, mit meiner Frauenärztin dann zu schummeln, dass sie halt sagt, es hat sich halt noch nicht eingestellt und es kommt halt noch nicht regelmäßig, um da irgendwie einen Weg zu finden, halt mich nicht im Badeanzug vor der Klasse zeigen zu müssen, weil das war halt einfach der absolute Horror, weil dann auch noch diese tief dunkelroten Streifen auf den Oberschenkeln und da fing das halt so an. Natürlich gab es auch einen Freundeskreis, wo es untereinander egal war, wie wir aussahen. Wir hatten halt jeder irgendwie unsere Problemchen, was man so in der Pubertät hat. Na, der eine hat schon Brüste, der andere nicht. Das war so der Punkt. Also ich war schon immer eher ein Außenseiter-Typ. Also ich passe halt nicht so in Schubladen, sage ich immer. Ich habe so meine Handvoll Leute, mit denen man irgendwie dann klarkommt. Und war noch nie so ein, ich sag mal, so ein cooles Kid, was halt immer irgendwo beliebt war und wie auf Wolken durch die Schulzeit gegangen ist. Das war halt in jeder Klasse, in jedem Schulwechsel gab es dann halt immer so Probleme zum Anecken. Ja, ja. Es ist witzig, wo du das jetzt gerade gesagt hast mit dem Schwimmunterricht. Also bei uns war es ähnlich. Also und ich habe auch sehr viele Dehnungsstreifen, also schon in jungen Jahren, in sämtlichen Stellen, also auch durch diese Geschichte mit der Zunahme dann auch, und damals wusste ich ja auch noch nicht, dass es Lipödem ist. Ne? Ich bin halt immer davon ausgegangen, es ist halt normales Gewicht, das ich irgendwann wieder abnehmen soll, aber eben die Haut kam nicht so richtig hinterher. Und bei uns war das auch so Ausrede Nummer 1, ich habe meine Periode, ich kann nicht ins Wasser und ich habe Schmerzen und keine Ahnung was. Wir hatten leider keinen Lehrer, sondern eine Lehrerin. Das war dann immer ein bisschen schwierig, sich da rauszureden. Aber ja, ich sage jetzt mal, man kann uns ja auch nicht zwingen dazu, und irgendwie hat es dann das ein oder andere Mal schon geklappt, aber eben auch nicht immer. Ja, wie bist du dann so mit umgegangen? Also ich meine, es gibt ja viele, die sind dann wirklich schon als Kind so psychisch auch schon ein bisschen vorbelastet, ne? Wenn sowas ja relativ früh schon passiert. Warst du da eher so diejenige, wo gesagt hat, boah, nee, ich habe meine paar Freunde, mir egal, was die anderen über mich denken, die sollen mal alle machen, mir doch egal? Oder hat dich das schon auch irgendwo, ich sage jetzt mal, ein Stück weit auch mit belastet, wo du sagst, Mensch, irgendwie kann ich es nicht jedem recht machen, warum, was ist an mir, was ist mit mir anders so? Wie hast du reagiert oder was hast du gemacht? Ja, es ist auch so teils, teils. Also mal gab es Phasen, wo ich sage, ja, ich habe ja meine Freunde, aber dann auch so im privaten Bereich, ne, die Eltern, die sich getrennt haben, und dann hat man da ja auch noch wieder diesen Kampf geführt, man wollte Mama gefallen, man wollte Papa gefallen und war dann auch so ein bisschen Brieftaube dazwischen, wo ich glaube, ich sag so, ja, einfach auch so dieses Selbstwertgefühl hat halt übelst gelitten und man hat sich dann schon eher versucht zu verstecken. Wo meine Mama auch manchmal Angst hatte, dass ich eine Essstörung entwickle, aber ich habe dann eher gesagt, also wenn, dann wäre es bei mir eher in die Bulimie-Richtung, weil ich bin jemand, der isst einfach furchtbar gerne und so ein kleiner Stressesser, also ne, dann das, ich sage immer, Ben und Jerry sind dann immer sehr geduldig, wenn es einem nicht gut geht, das ist halt so, das ist irgendwie, hat immer ein großes Thema bei mir gehabt, irgendwie Ernährung und Essen und warum kann man nicht einfach dünn sein und gut aussehen und wo dann halt immer das Selbstwertgefühl oder auch Beziehungen führen, ne? Wenn man dann irgendwie verliebt war, man hat dann halt immer gesagt, ja, eigentlich kann er mich ja gar nicht lieben, weil ich sehe ja aus wie so eine dicke, fette Planschkuh, und wo ich wirklich sage, so irgendwie, durch die ganze Zeit, hat halt das Selbstwertgefühl gelitten, und es gibt solche und solche Tage. Ich glaube, die kennen wir alle. Ja, ja, ja. Ja, das sind tatsächlich da auch parallel zu mir, also gerade auch mit dem Partner so. Und Trennungsgeschichte familiär habe ich auch hinter mir. Ich bin auch ein kleines Scheidungskind. ist tatsächlich nicht immer einfach, ne? Also wie du es auch beschreibst. Aber gab es für dich irgendwas, wo du gesagt hast, dann, nee, also ich lasse mich davon nicht abbringen, weil du wirkst ja jetzt, also auf mich, wirkst du sehr, sehr selbstbewusst auch und so, als hättest du für dich so den Weg gefunden auch. Klar gibt es solche und solche Tage, wie du gerade eben schon gesagt hast, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass du so jemand komplett Instabiles oder so bist, ja, wo sich nicht wehren kann. Also ich glaube schon, dass du eine starke Persönlichkeit bist, aber war das immer schon so? Oder hat sich das jetzt durch das vielleicht sogar so entwickelt?
Ich glaube, das hat sich wirklich seit der Diagnose entwickelt. Ich war sonst eher jemand, also wie gesagt, ich war Sportschützin, also auch wieder eine Randsportart. Und in dieser Welt hatte ich dann halt auch meinen Freundeskreis. Und dadurch, dass ich sehr gute Leistungen gebracht habe und es halt eher ein stehender Sport war, ja, hatte ich da halt meine Erfolge, sodass ja, ich da immer die Hochs hatte, an denen ich mich halt festgehalten habe, weil dann konnten die noch so viel mobben. Ich habe in der Bundesliga geschossen, also es war jetzt auch nicht unerfolgreich. Ja, und das war dann so der Punkt, wo ich mich während der Jugend dran hochgehalten habe. Jetzt so im, ja, ich sag mal, die letzten 5 Jahre hatte man sich eigentlich irgendwie so mit sich den Frieden gemacht, sondern ich kann es halt nicht ändern. Und seit der Diagnose war jetzt wirklich nochmal so ein Aufschub. Also bei mir war das wirklich dieser Punkt, ich bin da nicht schuld dran, ich kann da gar nichts für. Die Kompressionsversorgung, ja, sind nicht schön im Anfang. Also ich habe jetzt auch nicht Juhu geschrien, vor allem so, als die dann ankam und man irgendwie versucht, sich das erste Mal da irgendwie reinzupellen. Hatte noch keine Handschuhe. Dann war die sehr, sehr eng gemessen, wo ich dann echt dachte, boah, ich kriege keine Luft, ich habe Platzangst gekriegt. Ja, und habe dann aber gesagt, naja gut, ich habe noch keine Erfahrungswerte. Man hat sich da halt irgendwie reingegroovt. Habe jetzt Kompressionsversorgung, die super passen. Ja, und bin viel mutiger geworden. Also dadurch, dass ich einfach keine Jeanshose da drüber kriege. Also ich kriege sie drüber, natürlich, aber ich fühle mich dann wirklich total eingeengt und wo ich dann wirklich so auf Kleider gewechselt bin. Auf Röcke, auf kurze Shorts. Das hätte ich früher nie angezogen ohne Kompression. Und von daher so in den Outfits oder einfach auch mal zu posten, hey, das habe ich heute an, weil ich vielleicht dann einfach jemand anderem Mut machen möchte, der mir folgt, der auch Lipödem hat. Traut euch einfach, probiert euch aus. Da habe ich schon mehr Selbstbewusstsein gekriegt, auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt auch immer Phasen, wo ich sehr, sehr schnell verunsichert bin. Also wo man das dann halt einfach merkt. Da muss nur so ein kleines Fünkchen sein und ich ziehe mich in mein Schneckenhaus zurück und habe dann auch erstmal wieder so 2-3 Tage, wo ich alles in Frage stelle und sage, das ist alles doof und ja. Muss ja. Sich ändern, wo es dann wieder der Aufschwung kommt, wo man sagt, nee, eigentlich ist ja gerade alles gut, so wie es ist. Ja, also ich muss sagen, die Kompression war für mich auch am Anfang erstmal graus und jetzt mittlerweile traue ich mich auch natürlich, sie zum zeigen. Und natürlich auch so, wie du sagst, ja, also ist Wahnsinn, was wir für Parallelen eigentlich haben, weil ich trage auch mittlerweile sehr gern einfach Röcke oder eben im Sommer mal so eine kurze Short drüber mit einem längeren Oberteil oder so, ne? Man kann sich da trotzdem auch super schick kleiden und muss sich überhaupt nicht verstecken. Und die Kompressionshersteller haben sich ja mittlerweile so viele Sachen einfallen lassen, was Farben, was Muster und so weiter angeht, ne? Da kann man ja super gut kombinieren. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in die Richtung, traut euch, ne? Wie und was, ich meine, wir sind ja beide auch in Facebook-Gruppen, was sind so da die Erfahrungen gewesen, weil, oder allgemein, wenn man jetzt was postet oder so, was vielleicht nicht allen gefällt, da wird man ja auch oft mal angegriffen, da habe ich auch schon so einige Erfahrungen gemacht, du glaube ich auch, wie gehst du damit um? Ist das dir, wenn es jetzt so online passiert, also in dem Social-Media Bereich, ist es dann was, wo dich eher weniger trifft oder ist es da schon auch was, wo du sagst, boah, wie du eben gerade gesagt hast, ne, das verunsichert einen dann erstmal. Also mir ist es so gegangen, dass ich, als ich die ersten Abnehmbilder auch von mir gepostet habe nach der Diagnose, wo ich dann einfach für mich entschieden habe, ich muss es irgendwie runterkriegen, irgendwie muss ich versuchen, so viel wie möglich abzunehmen, weil es mir auch gelungen ist. Und als ich da so ein paar Bilder gepostet habe, bin ich auch ziemlich angegangen worden. Und da, also mir ist es so gegangen, ich habe dann echt gedacht so, also entweder stimmt mit denen allen irgendwas nicht, weil eigentlich freut man sich ja, wenn jemand Erfolg hat. Also so bin ich zumindest eingestellt. Oder du hast tatsächlich kein Lipödem. Und ich bin dann tatsächlich nochmal zu einem Arzt gegangen und habe ihm das dann auch nochmal gezeigt. Also ich habe mehrere Arztbesuche hinter mir, weil ich einfach wirklich wissen wollte, habe ich es oder habe ich es nicht? Weil von den Schmerzen abgesehen, die hatte ich immer. Für mich war das nichts, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie dazugekommen, sondern ich kannte es nicht anders. Für mich war das halt einfach so. Also ich habe das jetzt nicht groß auf die Krankheit geschoben, sondern es war halt einfach normal. Und da muss ich sagen, also mich haben diese
diese Anschuldigungen von wegen, ja, mit Lipidem kann man nicht abnehmen und du hast doch gar kein Lipidem und von wegen, da kann man nicht über 30 Kilo abnehmen und du hast ja voll die schlanken Beine und kann nicht sein und sowieso. Ne? Also ich meine, man trägt nicht umsonst die Kompression und es ist wirklich nicht angenehm, sich jeden Tag da reinzuquetschen. Ich glaube, das macht niemand, weil er Bock drauf hat, ja. Wie sind deine Erfahrungen damit mit so Gruppengeschichten oder allgemein, auch wenn du auf deinem Profil was postest und da jemand irgendwie einen Blödsinn drunter schreibt? Ja, auch sehr, sehr unterschiedlich. Also meistens kommen erstmal die positiven Sachen, dass man einfach sagt, wow, oder ich habe auch mal so ein Vergleichsbild gepostet, wo es halt definitiv nur 5 Kilo waren und alle dann gesagt haben, das ist doch schon viel mehr. Oder teilweise auch kam, ja, Photoshop lässt grüßen. Mhm. Nee, es ist halt einfach klar, das eine Bild war komplett ohne Kompression geschossen, das andere dann mit der Kompression, was natürlich dann ja auch nochmal schmaler wirken lässt, wenn man sich dann halt wirklich reingequetscht hat. Ja, halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde es halt ja traurig, wenn so in der Lipidem-Community, wenn man da einfach sagt, es geht halt auch nur noch ums irgendwie draufhauen aufeinander. Also, dass man nicht sagt, hey, da ist jemand, der schafft es und dann folge ich dem vielleicht, schreib ihn an, was hast du für Tipps, wie hast du das gemacht? Man verbindet sich irgendwie und kann einem dann vielleicht helfen, vielleicht auch nicht. Aber dass dann so gesagt wird, du hast ja gar kein Lipödem. Also meine schlimmste Angst war jetzt, dass ich mit meiner Mutter war ich in der Lipoklinik, um mich einfach auch beraten zu lassen, ob OP, ja, nein. Und meine totale Angst war, dass die jetzt sagen, du hast gar kein Lipödem. Also so war man dann manchmal schon einfach angepiekst sozusagen, weil viele dann einfach sagen, ja, du hast doch total die Modelbeinchen. Und ich denke mir, seit 15 Jahren hasse ich meine Beine, ja. Weil sie unförmig aussehen, weil sie halt einfach schwer sind. Seit der Reha weiß ich auch eigentlich erst, dass es wirklich Schmerzen waren, wie du eben auch sagtest. Ich habe einfach nie gedacht, du kannst es nicht haben, weil du hast ja gar keine Schmerzen. Weil für mich war es Normalzustand. Nach der Reha habe ich gemerkt, boah, was fühlen sich die Beine leicht an. Also da gab es doch echt Tage, da bin ich dann freiwillig die Treppe rauf und runter geflitzt, wo ich sage so, hey, was ist hier jetzt los? Weil einfach die Beine so leicht waren, wie, glaube ich, ja, ich mich eigentlich nicht mehr daran erinnern konnte, dass die halt mal so leicht sich anfühlen. Und dadurch weiß man jetzt, okay, was ist ein schmerzhafter Tag oder was sind die Schmerzen? Und kann jetzt im Nachhinein sagen, okay, da tut es halt weh. Und da eckt man halt auch oft an, sowohl im Privaten, wo man sagt, ach ja, jetzt hast du die Diagnose und jetzt hast du plötzlich Schmerzen. Ja. Ne? Und ich finde es halt einfach schade, wenn wir von meiner Familie, Freundeskreis, auch der Dorfgemeinschaft, erwarte ich das irgendwie ein bisschen, dass dann halt vielleicht auch ein bisschen Unverständnis da ist, weil wenn man es einfach nicht hat, wenn man nicht selber betroffen ist, kann man manche Sachen vielleicht auch einfach nicht verstehen und dann ist es auch okay, wenn man nachfragt oder einfach mal was hinterfragt. Aber in der Lipödem-Community finde ich das halt sehr schade, dass da teilweise auch schon so bei mir dieses Mobbing-Gefühl hochkommt, weil man schon arg überlegt, was poste ich jetzt in die Gruppe oder auch welchen Beitrag kommentiere ich, ohne dass man da halt irgendwie einen auf den Deckel kriegt. Also finde ich halt sehr, sehr schade. Ja, ja. Also das war auch einer der Gründe, warum ich lange, lange Zeit eigentlich keine eigene Facebook-Gruppe wollte. Mittlerweile gibt es ja eine, die noch gar nicht so lange existiert. Ich glaube, jetzt sind wir im dritten Monat und wir haben fast 600 Leute. Also wir sind sehr rasant auch gewachsen in den Mitgliedern, weil auch sehr viele dann andere Lipidem-Betroffene eingeladen haben in die Gruppe, weil wir eigentlich ein relativ angenehmes Klima haben. Aber wir hatten es jetzt vor kurzem auch, dass es ein bisschen, ja, Auseinandersetzungen, sage ich jetzt einfach mal, gab, weil es einfach verschiedene Meinungen zu bestimmten Themen gab, ja, und beim Thema Ernährung beispielsweise gibt es immer wieder Diskussionen, der eine macht es so, der andere macht es so, da finde ich halt auch, sollte jeder für sich selber Verantwortung übernehmen, jeder für sich selber gucken, was tut ihm gut und was tut ihm nicht gut. Ich finde, man kann das nicht so pauschalisieren und es ist beim Lipidem allgemein natürlich auch sehr davon abhängig, wie stark ist es bei jeder Person ausgeprägt, wie viel normales Übergewicht ist noch mit dazu. Ganz oft werde ich gefragt, boah, Tina, ich bin so und so groß und habe so und so viel Kilo, was denkst du, wie viel Gewicht ist denn da reines, krankes Fett, was ich nicht abnehmen kann? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, als ich damals aus Reha raus bin, hat mir der Arzt bei der Entlassung noch gesagt, schauen Sie, vielleicht können Sie ja noch 5 Kilo abnehmen, aber Sie haben mindestens 10 Kilo Lipfett in den Beinen.
Und dann dachte ich mir, ich hatte damals irgendwas um die 85, 87 Kilo, dachte mir, oha, ja wie jetzt, noch 5 Kilo und dann ist fertig oder was? Nee, geht ja nicht. Also da muss noch mehr gehen. Also war so meine innere Einstellung erstmal. Und ich dachte, naja, okay, jetzt machst du einfach so weiter und guckst mal, wo es dich hinführt, ne? Weil es kann dir keiner sagen, wo dann letztendlich Schluss ist. Und ich habe nochmal 15 Kilo abgenommen. Also insgesamt ja über 30 Kilo und das ist ja für viele Ärzte dann so, also als ich mich dann wieder vorstellen musste, hat er auch gesagt, wow, wie haben sie das geschafft und so. Man sieht noch, dass sie Lymphödem haben, aber wenn sie die Kompression dann haben, sieht es ja schon fast normal aus. Aber halt eben auch nur in Kompression, weil die ganze Geschichte halt, wie du sagst, es wird zusammengedrückt, es wird irgendwo auch ein bisschen geformt. Aber wenn man genau hinschaut und weiß, wie das Krankheitsbild aussieht, dann sieht man, dass es nach wie vor da ist. Und die Schmerzen und dieses schwere Gefühl, das ist natürlich zum Teil ein bisschen besser, ein bisschen weniger geworden durch die Abnahme, aber es geht nicht weg. Ne? Und das finde ich dann immer schade, wenn doch die ein oder andere Person in so Gruppen, die dann vielleicht aus Neid oder aus, ich weiß nicht, was da dahinter steckt, ob das wirklich, ob das Hass vielleicht auch ist, auf, also nicht auf mich in dem Moment, sondern vielleicht auch auf sich selber, weil sie es nicht schaffen. Ne? Also da bin ich manchmal auch echt ein bisschen schockiert, was da für Reaktionen kommen. Und ich finde, auch wie du, man sollte da schon zusammenhalten und an einem Strang ziehen, weil es bringt uns allen nichts, wenn wir uns gegenseitig anfeinden. Dann kommen wir ja auch nicht wirklich weiter. Ne? Also es bringt da nicht wirklich was. Ja, vor allem, es gibt einfach mit Sicherheit Menschen, die haben das so in der Natur. Also bei mir, ich sage auch immer, bei mir ist eher das Glas immer halb leer anstatt halb voll. Und ich bewundere jeden, der sagen kann, boah, das ist halb voll und immer erstmal das Positive sehen. Also wie gesagt, ich bin jemand, der nach außen hin, wenn er eine Entscheidung getroffen hat, dazu voll und ganz steht, wo viele sagen, boah, du bist so tough oder das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie du eben ja auch sagtest, du wirkst eigentlich sehr stabil. Aber ja, in meinen eigenen vier Wänden muss ich dann erstmal, ich glaube, ich bin der Meister in Pro- und Kontralisten schreiben. Also bis, dass ich irgendwie eine Entscheidung treffe, mache ich irgendwas, ist das sehr bedacht. Ich frage meine Schwester, meine beste Freundin, meine Mama, so nach dem Motto, was würdest du tun und hin und her. Und ja, sehe halt immer erstmal das Negative. Und manche kommen da halt dann aber gar nicht raus, denke ich. Also ich habe dann so einen Weg gefunden, wo ich sage, okay, jetzt habe ich, den Weg schlage ich jetzt ein und dann hangele ich mich auch an den positiven Sachen. Weil wie gesagt, ich habe auch unter dem einen Beitrag, glaube ich, das mit drunter kommentiert, dass ich in der Reha ganz, ganz viel ja, konfrontiert war mit auch Lymphödem und vielen, die dann einfach sagen, die wirklich sehr schwer übergewichtig waren, die halt sagen, ja, ich kann ja nicht abnehmen wegen Lipödem. Ja, wenn man dann aber sich zwar auf Kalorien runtersetzen lässt und dann aber halt einfach man sieht, was die dann halt einfach gefrühstückt haben, wo man sagt, das reicht jetzt eigentlich für den ganzen Tag, was du da an Kalorien auf dem Teller hast. Und es dann rein aufs Lipödem zu schieben, finde ich halt einfach schwierig. Aber ja, es gibt halt einfach, glaube ich, Menschen, die schon so gefangen sind in der Krankheit und einfach dann halt auch schon so depressiv sind oder ja, dass da das Glas noch nicht mal halb leer ist, sondern vielleicht halt wirklich einfach ganz leer, wo ich das halt sehr schade finde, wo ich sage, klar, wenn ich das jetzt so deutlich ausspreche, kann es auch sein, dass das auch wieder ganz, ganz böse ankommt. Aber ja, wo einfach nicht der nöhlende Weg der richtige ist, sondern halt wirklich sagen, nehmt euch doch mal Ratschläge an, versucht es doch zumindest mal, irgendwie da rauszukommen. Und das meine ich mit dem, wir sollten uns halt gegenseitig unterstützen in der Lipödem-Community. Ja, und vielleicht jemanden dann auch da abholen, wo er ist. Wenn jemand gerade in so einem schwarzen Loch drin ist und halt einfach den letzten Anker, den er hat, zu sagen, ich kann nicht abnehmen, weil ich habe ja Lipödem, dass so der letzte Anker ist, bevor man sich einfach eingestehen muss, nee, man muss halt doch bei sich selber anfangen. Und wenn man es nicht alleine kann, dann holt euch Hilfe und ja, wer, wenn nicht wir, können uns gegenseitig helfen. Ja. Natürlich ist da auch jemand, den einen mag man, den anderen mag man nicht. Das ist halt einfach so, ja, und dann fände ich schön, wenn das halt ausbleiben würde. Aber ich glaube, das ist halt so eine Wunschvorstellung, weil ja immer irgendwo, wenn man halt ein Ventil braucht, dann ist es halt dann oft einfach der blöde Facebook-Kommentar, der dann vielleicht gar nicht mit meinem oder deinem Post zu tun hat, sondern man muss einfach irgendwo gerade Dampf ablassen und dann trifft es halt einem halt mal und derjenige meint es vielleicht gar nicht so.
Ich denke halt auch, online ist einfach diese Hemmschwelle viel, viel geringer. Also selbst wenn man, also wenn man sich gegenübersteht, finde ich, ist es nochmal schwieriger zu sagen oder was Gemeines zu sagen, als wenn ich das irgendjemand, den ich vielleicht noch nicht mal kenne oder nicht mal persönlich kenne, sondern einfach nur von Facebook, das für mich eigentlich eine komplett fremde Person ist, irgendwie einen Quatsch unter die Kommentare zu schreiben. Aber dass auch das sehr verletzend sein kann, ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Und noch schlimmer finde ich es, wenn jemand sich, also wenn jemand die Person nicht kennt, ich gehe jetzt einfach mal von mir aus und es wird manchmal irgendwas drunter kommentiert, so wie damals bei dem Vorher-Nachher-Bild, was ich gepostet habe nach der Abnahme, wo dann auch so Dinge kommen wie von wegen, ja, hallo, Bildbearbeitung und geht da gar nicht und sonst wie was. Das trifft einen dann schon. Also mich hat das zur Anfangszeit stark getroffen. Ich habe am Anfang wirklich gehadert, ob ich in den Gruppen bleibe, weil auf der einen Seite war ich ganz neu mit der Diagnose, wollte eigentlich so viel Wissen wie möglich haben, dachte, ja, die Gruppen sind dafür da, weil es heißt ja auch immer Selbsthilfegruppe, um sich gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, zu motivieren, auszutauschen, egal ob es Erfahrungen sind oder sonst irgendwie was. Und dann wird man so angefeindet, dann kriegt man schon erstmal so kurz Panik und denkt, oha, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ist das das, was ich brauche in dem Moment? Weil es wirft dich, also mich hat es damals wirklich zurückgeworfen. Ich bin hier abends gehockt, als das erste Mal sowas passiert ist und habe geheult und mein Freund hat dann nur gesagt, das sind alles Leute, die kennen dich gar nicht. Die können sich überhaupt gar kein Urteil über dich erlauben. Warum steigerst du dich da so rein? Aber für jemand wie mich, der eigentlich helfen will, und deswegen habe ich mich ja auch mit dem ganzen, mit meinem Coaching ja auch so weit entwickelt, dass ich einfach Menschen an die Hand nehmen kann, weil ich damals, Gott, wie sehr habe ich mir jemand gewünscht, der mich an die Hand nimmt und sagt, du, pass auf, das und das und das kannst du vergessen, das funktioniert bei uns nicht, probier mal dies und das und jenes, auch mit der Kompression. Wie lange habe ich gebraucht, bis ich eine passende Kompression gefunden habe? Ja, lauter so Dinge, wo man am Anfang halt total alleine dasteht und hilflos ist. Und dann kommen so Leute, oder beziehungsweise dann willst du den Leuten Mut machen und wirst dann so in dieses Loch zurückgeschubst, so nach dem Motto, bleib doch da, wo du warst, ne? Geh wieder in dein Loch und hör auf und lass uns alle in Ruhe und uns geht sowieso schon schlecht und wollen wir nicht noch sehen, dass es dir gut geht, so nach dem Motto. Wo ich mir dann denke, also das ist ja eigentlich nicht das, was man aus einer Selbsthilfegruppe erwartet, oder? Also fand ich damals zumindest. Ja, absolut. Auch was mich so schockiert hat, oder ich bin da vielleicht einfach anders und schockiert ist vielleicht jetzt auch nicht das richtige Wort. Ich habe dann in den Gruppen gibt Suchfunktion und wenn ich eine Frage hatte, ich habe halt nicht alles gleich reingepostet und gefragt, sondern ich habe erstmal die Suchfunktion genutzt und erstmal das ganze Schwarmwissen halt gelesen und geschaut, okay, ja, und erst wenn ich dann irgendwie ein spezifisches Problem hatte, wo ich dann sage, okay, ich mache jetzt mal einen Post, aber wie oft man gerade auch so die gleichen Fragen liest und dann natürlich auch die Kommentare genervter werden, weil viele ja. Dann so wie ich, glaube ich, dass man sagt, ja, macht doch erstmal selber ein bisschen was und lasst es euch nicht alles vorkauen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt, wo ich manche Kommentare dann auch verstehen kann, wenn die so ein bisschen biesterig sind, so nett Motto, so ein Augenrollen, ne? Ja, hatten wir doch jetzt schon ein paar Mal. Ja. Wo ich einfach glaube, dadurch, dass es gerade so stark in den Medien war, im Jahr 2019 halt auch einfach eine ganze Menge Mädels dazugekommen sind, die erst durch diese ganzen Medienpräsenz gemerkt haben, sie sind halt auch krank oder die Angst haben, erkrankt zu sein und sich gar nicht erst zu einem Arzt trauen, sondern in die Gruppen kommen. Ja. Wo ich aber sage, es ist halt einfach das Wichtigste, sich selber mit der Krankheit erstmal auseinanderzusetzen. Also ja. Bei der Beratung in der Lipoklinik war halt wirklich, sie war halt auch erstaunt, wie viel ich weiß und wie viel konservativ ich eigentlich erstmal gemacht habe, bevor ich jetzt da bin. Sie sagte dann auch, es sind halt ganz viele, die Diagnose gerade erst kriegen und gefühlt eine Woche später hier sitzen. Also klar, es gibt Wartelisten, das ist alles, ich habe glaube ich jetzt ein Dreivierteljahr auf den Beratungstermin gewartet und mir blieb in der Zeit ja quasi auch nichts anderes über, als konservativ weiterzumachen. Aber es ist also dieses, ja, wir müssen einfach viel über uns, über unseren Körper lernen, über die Krankheit lernen und ja, für mich ist so dieses, man kann es eigentlich nicht besser als von Betroffenen selbst und
versuchen halt einfach, wie gesagt, ich bin auch ein Mensch, das Glas ist eher halb leer, anstatt halb voll, aber trotzdem versuchen es halt positiv. Ja. Ja, ich habe viel Achtsamkeitstraining oder habe auch mit Yoga angefangen und eben einfach diese Dankbarkeit oder das auf sich aufpassen und auch aufeinander aufpassen, ja, einfach unterschätzt wird. Also wenn man einfach sagt, man dreht es ins Positive so schwer, wie es einem fällt. Ich führe gerade so ein Dankbarkeitstagebuch, da steht halt drin, der Tag war großartig, weil. Und dann denke ich manchmal, ja, es war eigentlich nichts Besonderes. Und dann muss man sich einfach überlegen, was war jetzt heute einfach positiv. Und dadurch hat mich das jetzt durch mein kleines Tief geführt. Und fände es halt schön, wenn wir untereinander uns da mehr helfen. Wobei ich sage, ja, auch nicht nur positive Sachen helfen manchmal. Also ich hatte jetzt die Tage einen Post gesehen, da hat halt eine Künstlerin, macht halt sehr schön die Form oder zeichnet auch die Dehnungsstreifen ein, wo halt einfach ein paar Mädels drunter geschrieben haben, ich mag die Bilder nicht, weil man sich halt selber nicht mag. Und dann sind andere so, ja, aber man muss doch positiv. Nee, aber warum darf man nicht sagen, die Bilder sind künstlerisch schön gemacht, aber ich mag sie mir zum Beispiel nicht ins Wohnzimmer hängen, weil ich eben nicht die ganze Zeit damit konfrontiert werden möchte, dass man halt kugelrund ist. Ne? Es gibt ja verschiedene Wege. Und da finde ich einfach, sollten wir offener miteinander sein und auch die Meinung akzeptieren und eben nicht aufeinander rumhacken. Ja, gut, ich sage jetzt mal so, Schönheitsideale, die gehen ja auch weit auseinander. Ne? Also da kann man sich wahrscheinlich auch dumm und dämlich diskutieren. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Aber ich finde trotzdem, wie du sagst, so bestimmte Dinge, die einen selber so mal wieder zurückholen in das Hier und Jetzt, egal ob es jetzt irgendwelche Achtsamkeitsübungen sind oder Yoga oder so ein Dankbarkeitstagebuch. Ich glaube, das kann jeder für sich machen. Und es ist auch kein großer Aufwand. Also ich habe das auch eine Zeit lang gemacht mit dem Tagebuch in einer Zeit, wo es mir auch nicht gut ging, um mich einfach bewusst nochmal am Ende vom Tag hinzusetzen, zu überlegen, was habe ich denn jetzt heute alles vielleicht gut hingekriegt, wo ich vielleicht auch sagen kann, so auf die eigene Schulter klopfen kann und sagen kann, Mensch, Tina, das hast du jetzt heute echt gut hingekriegt. Das ist mir teilweise vielleicht an dem anderen Tag nicht so leicht gefallen. Ne? Um einfach diese, wenn sie noch so klein sind, diese positiven Situationen hervorzuheben und denen einfach mehr Energie zu geben, als ständig sich an den negativen Dingen festzuhalten. Weil wenn wir den ganzen Tag von morgens bis abends nur an unsere Beine denken, nur an das Lipidem denken, nur die ganze Zeit alles negativ und blöd und sehen, dann ist es halt schwierig, ein glückliches Leben zu führen, bin ich der Meinung. Und auch wenn viele zu mir immer sagen, boah, Tina, du bist so selbstbewusst und oh, du machst es so toll und ich habe mich sofort wiedererkannt. Also ich kriege ja teilweise echt total liebe Nachrichten, wo ich mir immer denke, Leute, das war auch nicht immer so. Es war viel Arbeit und bis vor ein paar Jahren war ich wirklich noch die Tina als graue Maus, die weder aus dem Haus gegangen ist, die sich mehr oder weniger zurückgezogen hat, die niemals auf die Idee gekommen wäre, einen Post zu machen, der andere auffordert, vielleicht auch was in ihrem Leben zu verändern oder jemanden anzusprechen. Oder so wie wir jetzt, dass wir sagen, hey komm, wir machen eine YouTube-Aufnahme dazu oder einen Podcast dazu, weil es einfach ein spannendes Thema ist, was vielleicht auch viele, viele, viele irgendwo an der Stelle auch abholt, weil Parallelen da sind. Das hätte ich vor ein paar Jahren niemals gemacht. Und das ist aber alles was, wo man sich auch natürlich bewusst dafür entscheiden muss. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt angekommen sind, wo wir sagen, Mensch, bis hierhin und nicht weiter, so war es ja auch damals mit der Diagnose, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das jetzt, aber ich versuche auch das Beste draus zu machen und vielleicht gelingt es mir abzunehmen. Und dann ist es doch was, wo man richtig stolz drauf sein kann und sagen kann, Mensch, guck mal, was habe ich erreicht? Das wäre mir vielleicht, ja, vielleicht wäre es mit der Diagnose gar nicht so weit gekommen. Vielleicht hätte ich mich nie dazu aufraffen können, mein Leben mal versuchen, selber in den Griff zu kriegen. Weil viele suchen die Schuld immer im Außen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil keiner will so die eigene Verantwortung für sich übernehmen und für seine Gesundheit übernehmen. Es gibt ja viele, wie du gerade eben schon gesagt hast, die dann nach der Diagnose sofort in die Klinik fahren, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich das, jetzt will ich das aber wegoperieren, weil ich will damit nichts zu tun haben. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich finde, man sollte sich schon ein bisschen mit der Krankheit auch auseinandersetzen und auch verstehen, was da vielleicht für Prozesse im Voraus gemacht werden sollen, um ein gutes Ergebnis auch für eine OP zu haben.
Und wir dürfen halt einfach auch nicht vergessen, ich sage das immer wieder, wir sind danach nicht geheilt. Es bleibt eine chronische Krankheit. Und je nachdem, was uns im Laufe des Lebens noch passiert, kann es vielleicht auch wieder zu dem Schub kommen. Ja, also das Thema Liposuktion und wie wird das alles und wie ist das alles, ist auch sehr individuell zu betrachten. Und es gibt solche und solche Fälle. Da darf man sich nicht auf eins verlassen, so denke ich. Und das sage ich auch immer wieder ganz deutlich den Mädels, vor allem den jungen Mädels, die sich dann sofort unter das Messer legen wollen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, ne, und das hatten wir ja ganz vorher auch schon mal im Gespräch, erstmal ein bisschen abzunehmen und zu gucken, wie viel ist denn selber von mir aus noch zu verändern und zu machen. Und dann, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann kann man immer noch sagen, okay, ich möchte mich jetzt mal erkundigen und vielleicht ergibt es Sinn, eine OP auch durchführen zu lassen. Ja, genau. Und ich finde es auch gerade, wo wir jetzt bei den Liposuktionen sind, ich meine, ich habe es jetzt eben schon gesagt, ich war vor kurzem beim Beratungsgespräch, ich habe mir auch noch eine zweite Meinung geholt. Also es geht gerade zwischen, ja, wir schaffen das in 2 OPs oder nee, wir brauchen mindestens 4. Halt irgendwie auch da eine Spanne, wo man sich einfach ja mit der Arztwahl halt auch sehr, sehr beschäftigen muss. Ja. Ja, und in der Einklinik war dann halt, dass gesagt wurde, okay, wenn du noch so 5 Kilo schaffst abzunehmen, dann werden wir das wahrscheinlich schon in 2 OPs schaffen, was für mich jetzt wieder ein Motivationspunkt ist, weil ich sage, natürlich probiere ich das über die Krankenkasse. Wir wissen alle, dass da die Chancen nicht wirklich hoch sind, aber probieren sollte man es trotzdem. Aber es geht dann da halt auch eben um ein paar 1000 Euro. Ne? Und man muss sich halt ziemlich sicher sein, ja, ist es das für mich? Also muss ich das jetzt unbedingt haben oder ist auch meine Lymphkomponente vielleicht so hoch, dass ich, wenn ich nur die Kompressionsversorgung loswerden will, bei mir ist wahrscheinlich auch das Lymphsystem einfach schon ein bisschen zu viel in Mitleidenschaft gezogen, dass ich hinterher trotzdem die Kompressionsversorgung tragen muss. Ja, und das ist dann so dieses. Aber auch da gibt es verschiedene Wege, warum man sich zur OP entscheidet. Bei mir sind es, dass es die Unterschenkel mich wirklich umbringen. Ich war jetzt mit meinem Patenkind Schlittschuh laufen und hatte, glaube ich, eine Woche Schmerzen danach, wo der Schlittschuh endet. Es war total verhärtet, es war heiß. Man merkte richtig, da ist jetzt gerade eine richtige Entzündung zugange. Das nur, weil der Schlittschuh halt ein bisschen beim Laufen in die Wade gedrückt hat. Meine Oberschenkel stören mich im Alltag eigentlich nicht wirklich, zumindest nicht schmerztechnisch. Und trotzdem sage ich da, aber mich stört halt die Reiterhose, weil ich seitdem ich 14, 15 bin, deswegen permanent immer an Ecke gehänselt werde. Ich wollte mir jetzt im Winter einen Mantel kaufen, es war nicht möglich. Also die Mäntel, die ich hätte tragen können, hätte ich in Größe 46 kaufen müssen. Ich trage obenrum Größe 40. Da kann sich jeder vorstellen, wie das dann ausgesehen hat. Und auch das darf ein Grund sein, warum man sagt, ich entscheide mich jetzt für die OP. Natürlich, ja. Schmerzfreiheit steht ganz, ganz oben. Also versteht mich da nicht falsch. Aber wenn jemand sagt, es ist auf der einen Seite Schmerzreduktion, auf der anderen Seite aber auch vielleicht eine psychische Schmerzreduktion, weil man einfach das ganze Leben lang mit diesen extremen Oberschenkeln durchs Leben gehen musste und da einfach ständig aneckt, dann ist es auch was man einfach akzeptieren muss und dann nicht draufhauen mit, ja, aber es gibt vielleicht Leute, die haben mehr Schmerzen. Ja. Es gibt vielleicht Leute, die haben halt blonde Haare, die anderen haben schwarze Haare. Natürlich, aber es ist halt im Endeffekt, lasst uns gegenseitig unterstützen und denjenigen, der gerade irgendwie eine Fragestellung hat oder einfach einen Entschluss mit uns teilt, da abholen, wo der steht und nicht da, wo wir ihn gerne hätten oder wo man selber ihn gerne sehen würde. Das ist so das Wichtigste, finde ich. Ja. Gibt es irgendwas, wo du jetzt so zum Schluss noch sagst, Mensch, das wäre mir wichtig? Ich meine, du hast ganz viele Dinge so auch schon gesagt, wo die anderen sich vielleicht auch Gedanken schon drüber machen können. Aber gibt es irgendwas so zum Thema Mobbing nochmal, was ja unser Hauptthema jetzt so war, wo du sagst, wenn jemand damit zu tun oder zu kämpfen hat oder vielleicht einfach auch den Umkreis hat oder das Umfeld hat, so muss ich sagen, und immer wieder mit sowas konfrontiert wird, wie er sich dazu verhalten hat? Also hast du selber irgendwelche Tipps, wo du auch dir wieder, wo du dir einfach bewusst machst, dass du in dem Moment eigentlich okay bist, wie du bist und dass es im Prinzip das Problem von den anderen ist, wenn sie mit dir nicht klarkommen? Ja, das ist halt einfach der erste Punkt, wo ich sage,
versucht, an euch selber Punkte festzumachen, wo ihr sagt, die finde ich wirklich schön. Also bei mir, wo ich sage, ich mag meine Augen unglaublich gern und wo man dann sagt, okay, versucht einfach eine Handvoll oder drei Punkte zu finden, wo man sagt, okay, die sind an mir wunderschön oder die mag ich einfach und euch dann in der Situation daran zu erinnern, was halt einfach wirklich schön ist. Also eben da das Positive sehen und nicht das Negative. Und ja, vor allem, wenn man irgendwie vielleicht eine Situation mitkriegt, wo jemand gemobbt wird, sei es halt online oder im Privaten, ja, einfach vielleicht dann auch dem anderen mal zu sagen, was machst du hier gerade? Oder halt die Leute ja einfach nicht mitschwimmen. Also ich habe mich auch selber erwischt, dass ich dann halt einfach auch, wenn dann jemand anders gemobbt wurde, ja, jetzt mit, weil jetzt bin endlich mal nicht ich das Opfer, da vielleicht halt einfach die Handbremse zu ziehen und zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht genauso blöd und mopper da jemanden an. Und gerade das passt ja wieder zu unserer Lippe-Dem-Community, dass man halt sagt, ja, dann eben halt nicht einen negativen Kommentar schreiben oder irgendwie sagen, denjenigen beleidigen in der Hinsicht, sondern einfach, ja, wenn man dann ihm den Erfolg nicht gönnt, weil man ihn gerade nicht gönnen kann, dann lieber halt nichts sagen, als ihr Falsches zu sagen. Das ist vielleicht so das Fazit, so nach dem Motto, ja, wie man so schön sagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Passt vielleicht. Sehr gut, ja. Halt irgendwie einfach was Falsches sagt, was dem anderen dann vielleicht halt verletzt und einen selber ja auch nicht weiterbringt. Ja. Ja, das finde ich echt noch ganz gut. Also mir fällt das auch immer wieder auf. Und wenn ich irgendwas sehe, wo ich sage, boah, der Meinung bin ich jetzt aber absolut gar nicht. Und ich habe im Moment einfach auch keine Lust, mich dazu groß zu äußern, weil es einfach mir gegen den Strich geht, dann ignoriere ich es einfach. Und ich glaube, so ist einfach allen noch mal ein bisschen mehr geholfen, als wenn ich jetzt unter jedem Post irgendwie einen negativen Käse schreibe, nur weil ich jetzt vielleicht einen blöden Tag habe und irgendwie mein Frust loswerden muss. Und vielleicht so einfach noch mal jemanden verletze, wo mir vielleicht gar nicht bewusst ist, ja, dass ich das damit mache. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, wie du gesagt hast, wenn man nicht so wirklich die Person kennt, dann muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was man darunter kommentiert, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, weil man auch, hatten wir im Vorgespräch ja auch, dass wir vielleicht auch einfach ein bisschen zu sensibel auf manche Punkte sind. Ja. Also jetzt irgendwann war ich im Sanitätshaus und da war dann auch so dieses, ach, das sind aber mal richtig schöne Beine zum Vermessen und das sind ja fast Modelbeine und da wusste ich überhaupt nicht mit umzugehen. Ne? So, das ist ja ein Kompliment, dass man trotz der Krankheit halt einfach schon viel geschafft hat. Und ich habe es irgendwie total negativ aufgefasst und dann wurde so, hä, nee, ich model Beine, was ist jetzt hier los? Also es ist eigentlich ein super tolles Kompliment gewesen, was man einfach nicht schafft anzunehmen. Und so ja halt einfach vielleicht mal jedem, oder da sind wir halt vielleicht einfach ein bisschen zu sensibel und suchen halt vielleicht manchmal auch einfach die Konfrontation als Schutz. Und wenn man da einfach jeder für sich überlegt, ja, wie war es denn jetzt eigentlich wirklich gemeint? Oder eben manchmal einfach, wenn man einen schlechten Tag hatte, sagte, ja, ich kommentiere da jetzt nicht, weil das wird jetzt irgendwie vielleicht zu zick, zu patzig werden, weil es mir gerade selber nicht gut geht, dann lasse ich es halt einfach lieber. Ja, ja. Ich glaube, das ist so als Schluss für alle nochmal zum Nachdenken ein ganz guter Hinweis nochmal. Ich fand es super spannend auch und ich finde es total klasse, wie viele Parallelen wir da auch jetzt wieder entdeckt haben. Also es ist echt mega spannend immer. Ich danke dir, dass du dabei warst und dass du so ein bisschen auch uns ein bisschen einen Einblick in deine Geschichte mit dem Lippedem gegeben hast. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute für die Geschichte mit der OP, dass es auch alles so verläuft, wie du dir das vorstellst. Und ja, vielleicht hören wir uns ja dann nochmal in einer anderen Folge zu dieser Geschichte oder einer anderen. Da gibt es sicherlich noch viele, viele Themen. Wir haben es im Vorgespräch ja schon so ein bisschen angekratzt, einige Themen, die da noch sehr spannend wären. Also ihr dürft alle gespannt sein. Dann seht ihr uns irgendwann nochmal im Duo. Und ansonsten natürlich würden wir uns freuen, wenn ihr irgendwie einen Kommentar da lasst. Vielleicht ging es euch ähnlich oder vielleicht habt ihr irgendwelche Tipps, die ihr mit anderen teilen wollt. Was ihr in so Situationen macht, wo ihr vielleicht mal angegangen worden seid. Wir würden uns über ein Like freuen. Jeder, der die Folge gut findet oder dementsprechend Lust und Laune hat, darf sie natürlich auch gerne liken und abonnieren, den Kanal abonnieren. Das war natürlich immer ganz gut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und sag einfach schon mal Danke, liebe Julia, dass du dabei warst.
und bis dann. Tschüss. Sehr gerne, bis dann.